Wir haben heute beschlossen, für insgesamt 2,3 Milliarden Euro Projekte im Bereich Gas- und Stromversorgung zu fördern. Es handelt sich konkret um 43 Projekte, darunter Verbindungsleitungen für Strom und Gas. Zusammen mit den 1,5 Milliarden Euro, die wir im Dezember für die Projekte im Bereich der CO2-Abscheidung und Speicherung, Carbon Capture Storage, und für Offshore-Windprojekte bereitgestellt haben, sind dies fast 4 Milliarden Euro, die wir im Rahmen des Konjunkturprogrammes finanzieren. Nie zuvor hat die EU-Kommission eine vergleichbare Summe für Energieinfrastruktur bereitgestellt. Anfang 2011 wird das dritte Energiebinnenmarktpaket in Kraft treten. Aber wir brauchen dafür eine Infrastruktur, die bessere Verbindungen zwischen den nationalen Energienetzen ermöglicht und damit Unternehmen und Verbraucher in die Lage bringt, Strom und Gas in anderen Ländern zu kaufen oder zu verkaufen. Unser Paket ist die Grundlage für einen wirklich funktionierenden Binnenmarkt. Unsere heutige Entscheidung wird für mehr Wettbewerb sorgen, wird Investitionen fördern, Jobs schaffen und die Energieinfrastruktur entwickeln, die wir brauchen, um unsere Umweltziele zu erreichen und Unternehmen wie Konsumenten dauerhaft mit Energie zu versorgen.